Der letzte Vollmond im Jahr 2023 steht an und er findet im Sternzeichen Krebs statt. Das heißt, es kann sein, dass da nochmal Gefühle hochkommen, emotionale Phasen auch anstehen und auch in Verbindung der Energie mit der Rauhnächte natürlich eine sehr, sehr intensive Energie, die uns hier nochmal erwartet zum Ende des Jahres. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und ja, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Wiebke Gottschalk, ich bin spiritueller Coach und Reiki-Lehrerin. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schau dich gerne um. Es geht rund um das Thema Energiearbeit und Entspannung und natürlich auch um meine Orakel. Ja, abonniere gerne den Kanal, wenn es dir gefällt und ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Es gibt wieder ein Auswahl-Orakel und zwar könnt ihr diesmal wählen zwischen den beiden Stäben. Und zwar haben wir hier den Mondzyklusstab, der steht für Vollmond und für den Neumond. Das sind meine neuen Energiestäbe auch zum Energetisieren des Wassers. Und auf der rechten Seite haben wir den Chakrenstab, Siebenchakrenstab, auch für das Wasser. Ja, entscheide dich da einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, was deine Seite diesmal zum Vollmond sein soll. Und denk da gar nicht so drüber nach, mach das wirklich aus dem Bauch heraus. Wichtig, dass du da dein Ego so ein bisschen ausschalten tust. Und wenn du magst, kannst du das Video auch kurz anhalten, um dich da zu entscheiden. Ja, und wir starten rein mit der linken Seite. Wenn du dich für den Mondzyklusstab entschieden hast, starten wir rein mit der Karte von der lieben Dunja Berger. Und da haben wir die Selbstliebe gezogen. Bei euch hier ist es ganz wichtig, dass ihr auf die Selbstliebe achtet jetzt zum Ende des Jahres. Ganz, ganz wichtig. Solange du dich nicht selber liebst, dich so akzeptierst und annimmst, wie du bist, wie soll es dann erst dein Gegenüber tun? Deine negative Einstellung zu dir selbst, die strahlst du auch nach außen aus. Du empfängst, was du ausstrahlst. Also es geht wirklich darum, dass du dich hier nochmal mit dir selber beschäftigst. Wo bist du selber noch nicht in der Selbstliebe? Vielleicht bekommst du vom Außen auch eben sowas gespiegelt. Und geh da wirklich nochmal rein. Nutze wirklich auch die Tage jetzt, die restlichen Tage des Jahres, das nochmal zu reflektieren. Vielleicht bist du auch in meinem no Rauhnächte-Kreis mit dabei. Dann ist das natürlich jetzt super gut, nochmal die Energien zu reflektieren. Wir konzentrieren uns ja jetzt in den Rauhnächten auf die Wünsche und Ziele des neuen Jahres. Und das ist auch ganz, ganz wirksam und auch super gut, sich nochmal mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, weil das eben auch ganz essentiell ist für all unsere Beziehungen, Partnerschaften, all das, was du ja mit dir selber in Beziehung bist. Das strahlst du natürlich auch nach außen aus, beziehungsweise spiegeln dir die Leute in deinem Umfeld. Also guck da nochmal genauer hin, was da gerade bei dir los ist und was da losgelassen werden möchte. Ich spüre da auch noch so ein bisschen alte Glaubenssätze, die noch aktiv sein können zu dem Thema. Und die darfst du jetzt wirklich auch loslassen. Es geht wirklich darum, dass du im neuen Jahr immer mehr in deine Größe kommst, dein Strahlen auch mehr zeigen darfst und ja, all die Hürden überwindest, die du da jetzt aktuell selber noch in dir trägst. Dann habe ich zwei Karten gezogen aus meinem Blockadenlöser-Set. Und zwar haben wir da eine Karte als Ursachenkarte, was sich da noch zeigen kann, und eine Auflösungskarte, wie du das Ganze auflösen kannst. Und da zeigen sich hier eben auch nochmal die Verstrickungen, die Ursache sein können für all deine Blockaden, die du jetzt gerade aktuell noch hast. Und da geht es auch um die Auflösung über die Seelenanteile. Ja, wir haben immer Seelenanteile, also unsere Seele besteht ja aus mehreren Anteilen, die sich dann auch manchmal verselbstständigen, wenn wir traumatische Erlebnisse haben. Ne, das passiert in der Kindheit, aber auch im Laufe unseres Lebens haben wir traumatische Erfahrungen, Verletzungen, die uns immer mal wieder passieren. Und dann wird immer wieder mal ein Seelenanteil abgespalten, auf den wir dann nicht mehr so zugreifen können, der einfach so ein bisschen weiter weggerutscht ist, sage ich mal so. Und die darfst du jetzt auch wieder zurückholen.
Ja, vielleicht magst du da auch eine energetische Arbeit zu machen. Das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Macht auf jeden Fall Sinn, das immer mal wieder auch zu tun, weil wir diese Seelenanteile jetzt immer mehr brauchen, um eben ganz zu sein, um unsere ganze Kraft zu leben. Wir sind in der Zeit der Meisterschaft und da brauchen wir all unsere Seelenanteile, um ja ganz zu sein, wie so ein Puzzle, ne? Was wirklich alle Puzzleteile zusammen hat und dann siehst du das ganze Bild. Und so ist es auch mit den Seelenanteilen und die brauchst du natürlich, wenn du ja, nach außen gehen willst, nach außen auch ganz anders wirken möchtest. Also deine gesamte Energie, die kann eben dann auch genau das hier tun, was deine Lebensaufgabe ist. Und darum geht es auch ganz speziell im Jahr 2024, wird uns das sehr, sehr begleiten, sehr intensiv. Und guck mal, was das bei dir ist und wo du Verstrickungen hast, die dich eben daran hindern. Ne? Das können Verstrickungen sein mit Eltern, mit Partnern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit negativen Situationen generell. Guck mal, was das bei dir ist und löse auch diese Verstrickungen auf. Das kannst du super gut auch an dem Vollmond machen. Vielleicht möchtest du auch in meinen Vollmond-Energiekreis kommen. Der findet natürlich auch wieder morgen Abend statt. Direkt am Vollmond zwischen 19 und 23 Uhr gibt es dann wieder die Energieübertragung. Und falls du auch in meinem Rauhnächte-Kreis bist, hast du dann an dem Tag am 27. eben dann zweimal die halbe Stunde Energieübertragung, sprich eine Stunde Entspannung für dich. Ja, und der Vollmondkreis, die Vollmondenergie steht eben auch für das Loslassen, ja, auch das Lösen der Verstrickungen, dass du eben in deine volle Kraft kommst. In der Regel sind diese Energieübertragungen sehr, sehr kraftvoll und bringen dich einfach einen Schritt weiter in deine Kraft. Ja, du darfst jetzt das loslassen, was, ja, was dich hindert, wirklich die nächsten Schritte auch zu tun. Ja, und die letzte Karte für euch hier auf der linken Seite sind die Bestimmungskarten. Ich verlinke euch auch alle Karten nochmal unter dem Video. Da kannst du nochmal genauer schauen. Und da verlinke ich euch auch die Teilnahme zum Vollmondkreis, aber auch nochmal zu meinem Rauhnächte-Video. Könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Und hier geht es darum, öffne deinen Geist und dein Sein für alles, was ist. In allem lebt Gott, auch in dir lebe deine Gaben. Ne? Hier ist nochmal wirklich diese Information. Du brauchst jetzt alles, um deine Gaben leben zu können. All deine Qualitäten dürfen jetzt zum Vorschein kommen, darfst du zum Strahlen bringen, damit du wirklich auch diese Gaben hier auf die Erde bringen kannst, weil die gebraucht werden. Ja, es gibt hier Menschen auf der Erde, die darauf warten, dass du da wirklich dein volles Potenzial immer mehr entfaltest. Also traue dich, falls du da irgendwie was vorhast, gerade auch Selbstständigkeit, vielleicht sogar auch im spirituellen Bereich, ist das jetzt wie ein Ruf zu sehen, da weiterzugehen, zu starten. Oder aber auch, wenn du schon länger unterwegs bist, dich nicht entmutigen zu lassen und dran zu bleiben, weil das ganz, ganz wichtig ist, deine Energie hier für alle Lebewesen, ja. Ja, wunderbar. Ich danke dir für dein Vertrauen, wenn du hier auf der linken Seite dabei warst. Und ja, fühl dich eingeladen in den Vollmondkreis. Und ich wünsche dir noch ein paar wunderschöne Resttage des Jahres 2023. Einen guten Rutsch und schon mal alles, alles Liebe für 2024. Und vielleicht möchtest du das Video auch empfehlen an Freunde, Bekannte, wo du weißt, da ist gerade so ein bisschen schwierig, die brauchen diese Informationen. Dann teile das Video auch gerne. Ich freue mich wirklich über jeden, der hier auch neu dazukommt. Ja, und dann gehen wir weiter auf die rechte Seite. Wenn du den Chakrenstab gewählt hast, ist es natürlich ganz wichtig, dass du dich um deine Chakren gut kümmerst. Ich habe auch hier mehrere Chakrenausgleich-Videos auf dem Kanal. Schau dich da gerne mal um, wenn du weißt vielleicht selber auch, wie ein Chakrenausgleich funktioniert. Mach den unbedingt nochmal jetzt zum Vollmond oder nutze eines meiner Videos. Generell Chakrenausgleich ist immer gut für uns, um die Chakren wieder in Balance zu bringen, unser Energiefeld in Balance zu bringen. Und das scheint bei dir jetzt wirklich auch dran zu sein in dieser Zeit und nutzt das wirklich für dich. Du hast hier auch noch den klaren Diamanten stehen. Das bedeutet, es wird hier auch noch mal etwas sichtbar werden, was hier auch schon eine ganze Zeit im Verborgenen war, kommt bei dir jetzt noch etwas zum Vorschein.
Und gucken wir uns auch die Karten für euch an. Wir fangen wieder an mit der Karte von der lieben Dunja. Ich nehme das mal auf die andere Seite, da kann ich besser halten. Und da haben wir, auch wenn du glaubst, du bist zu schwach und nicht gut genug, um in dieser Welt etwas zu bewirken, vertraue, du bist viel stärker, als du denkst. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wirst du die Ketten sprengen und über dich hinauswachsen. Ja, das ist eine super schöne Botschaft. Und das ist wirklich auch so ein bisschen im Kollektiv jetzt diese Energie. Ja, die haben wir hier auch so ein bisschen mitschwingen. Ne? Du hast hier eine Aufgabe und da will dich die geistige Welt auch noch mal ganz stark daran erinnern, dass du diese Aufgabe hast. Und der Elefant, ja, der steht ja auch für das Wurzelchakra, für die Energien, für Sicherheit, Urvertrauen, Erdung. Ja, Erdung ist ganz wichtig für dich und auch eben gerade das Wurzelchakra. Ja, das kann dich natürlich auch so ein bisschen beeinflussen, wenn es nicht läuft, zum Beispiel, dass du Ängste hast, eben diese nächsten Schritte zu tun. Dann darfst du da dir das Wurzelchakra auch nochmal genauer anschauen. Ja, also ganz, ganz wichtig. Und wir schauen uns auch bei euch an, was blockiert euch und wie könnt ihr das auflösen. Und ja, guck mal, wie passend. Ja, ich gucke die Karten natürlich vorher nicht an und hier zeigt sich jetzt nochmal der Chakrenausgleich. Und da sieht man auch immer, wie das wirklich zusammenspielt mit den Karten und den energetischen Werkzeugen. Hier ist nochmal der Chakrenausgleich als Lösung für dich angezeigt. Also mach das wirklich. Wenn du da nicht klarkommst, kannst du den natürlich auch immer bei mir buchen. Bei mir ist das wirklich eine Energieübertragung über eine ganze Stunde, wo du dich hinlegst und ich dann hier für dich arbeite, ist nochmal effektiver als natürlich so ein kürzeres Video. Und hier haben wir als Ursachenkarte die Beziehungen. Hier stehen nicht die Partnerschaften, sondern Beziehungen. Also generell ist hier irgendwas in Beziehungen, was dich blockiert. Es kann in Freundschaften sein, auch Kollegen oder aber auch natürlich Partnerschaften, das sind ja auch Beziehungen. Guck mal, was das bei dir ist. Und da ist etwas gerade da, was dich blockiert, ne? Was auch dann schon so lange auch besteht, dass es sogar deine Chakren wieder immer wieder negativ beeinflusst. Achte da wirklich so ein bisschen besser auf dich, dass du dein Energiefeld auch schützt, ja, vor solchen Energieräubern. Ich spüre hier auch wirklich so ein bisschen Energieraub. Von anderen Personen oder Situationen. Ne? Guck da wirklich, dass du dich da so ein bisschen besser auch vor schützt und auch dein Energiefeld mehr mit deiner Energie ausfüllst. Ja? Vielleicht fühlst du dich immer so ein bisschen schwach oder auch ja, nicht so gut genährt. Dann guck wirklich mal, dass du immer wieder auch dich auffüllst mit der Energie. Ne? Deine Chakren auffüllst mit der Energie und das kannst du eben auch über den Chakrenausgleich sehr, sehr gut machen. Ne? Die Chakren speichern wirklich die gute Energie und dann verteilen sie die Energie im ganzen Energiefeld. Es geht auch so ein bisschen um das Thema wieder Energie aufladen, weil du doch hier sehr ausgezehrt bist energetisch. Ja, und dann haben wir die letzte Karte. Und hier wird dir nochmal gesagt, du bist eine Priesterin der Göttin Nui. Und die Mutter aller Götter sendet dir das blaue Licht des Friedens. Sei von nun an der Frieden auf dieser Welt. Ja, hier geht es um das blaue Licht. Das ist auch so ein bisschen von Erzengel Michael. Der arbeitet auch auf dem blauen Strahl. Da geht es auch nochmal um das Thema Schutz, ja, und Frieden natürlich auch. Ja. Guck mal, dass du da auch noch mehr in deinen inneren Frieden kommst mit diesen Personen und Situationen, die bei dir gerade aktuell dran sind, und verändere da auch deine Meinung dazu. Ne? Lass das wirklich auch los. Vielleicht musst du auch eine Situation oder Person loslassen und da kannst du auch super gut die Energie zum Vollmond jetzt auch nutzen. Ja? Auch bei euch bedanke ich mich für euer Vertrauen und ja, ihr seid natürlich auch eingeladen, in den Vollmondkreis zu kommen. Falls du das noch gar nicht kennst, dann probier das gerne mal aus. Du legst dich eine halbe Stunde hin, empfängst die Energien und zwischen 19 und 23 Uhr für 30 Minuten kannst du starten in diesem Zeitfenster und die Energien für dich empfangen. In der Stille empfehle ich immer und dich eben auch wieder aufladen. Die Energien sind wirklich immer wie so ein Booster. Ganz, ganz schön und ich liebe wirklich all eure Feedbacks, die ich immer dazu bekomme. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für das gesamte Jahr mit euch, für all eure Likes und Kommentare, Abonnements und ja,
Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Und im nächsten Jahr wird es ja auch einen zweiten Kanal geben. Ich werde einen zweiten Kanal machen zum Thema Yoga auch, weil ich das so ein bisschen trennen möchte. Und der startet zum Neumond im Januar am 11.01. um 11.11 Uhr. Und da habe ich auch schon ein Video zu eingestellt. Eine Yoga-Nidra-Meditation, die geht da online an diesem Tag. Und da kannst du auch schon den Kanal abonnieren, wenn du möchtest. Den verlinke ich euch auch nochmal hier unten im Text. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen super schönen Neumondmorgen und auch eine super schöne Restzeit des Jahres, einen guten Rutsch, schönes Silvester und auch alles, alles Liebe für 2024. Fühlt euch wirklich virtuell umarmt und bis ganz bald. Tschüss!